Letzter Offline-Part von Let's Play Mario Kart 8. Da lassen wir doch mal schön die Glocken schwingen mit den Strecken 3DS, Cooper, Großstadtfieber, GBA, Partystraße, Marios Metro und den Big Blue. Los, Leos, los geht's. Klingelinge, Ling. DS, ein Glockencup, Cooper Großstadt Fieber. Los geht's. Und die Strecke, die Kurven. Eieiei. Ich weiß gar nicht, ob ich da in dieser Strecke hier gut bin oder nicht, aber das sieht eher schlecht aus. Oje, oje, oje. Alter, wie schaffen die das? Das sagt man mal. Schön gegen Pfosten. Ne, gegen den. Wie nennt sich das? Ja, ich bin auf jeden Fall geflogen. Dritter bin ich. Okay. Zweiter. Ah, Turbopilze. Das ist sehr unangebracht gerade. Ja. Aufgrund des Regens hier, der rutscht hier weg, das ist scheiße. Aber warte mal, können wir hier schon ab. Wow. Schon das zweite Mal, dass ich weggebombt wurde. Im letzten Part war es nämlich genauso. Fuck. Nee, das läuft nicht ganz gut. Das läuft nicht. Läuft gar nicht gut. Ah, dritter. Waluigi ist auch wieder mit Party. Der war in jedem Part mit dabei. Was soll ich dazu sagen? Halt. Dritter Platz ist auf jeden Fall erstmal in Ordnung. Weiter geht's mit der Partystraße vom Game Boy Advance. Halleluja, hat die sich geil verändert. Richtig schön positiv. Ich kann mir noch erinnern, GBA-Teil, da konnte man so richtig schön abkürzen. Aber hier ist es ja nicht mehr der Fall. Oh Gott, ich komm nicht um die Kurven rum, das ist kacke. Fuck. Oh, danke schön, Lakito. Das war grad vorteilhaft. Danke. Komme ich jetzt besser rum? Ja, ich komme besser rum. Wir auch nicht. Ach, der blaue Panzer kommt. Wie ich den auch vermisst habe. So, das ist auf jeden Fall der letzte Offline-Part. Danach kommt erstmal Twilight Princess.
Und so nebenbei kommen dann die Mario Kart 8 Online-Parts mit ein paar Gästen. Hab schon ein paar geplant. Und ich denke mal, das wird ganz lustig werden. Dauert halt auch ein bisschen Zeit. Mann! Oh, sehr gut. Oh, der Cup läuft nicht. Das ist kacke. Läuft ganz und gar nicht. Oh, was soll denn... Nee, das ist überhaupt nicht gelaufen. Oh je, oh je. Wenn nicht, muss ich den Goldpokal nochmal nachholen. Marius Metro ist erstmal dran. Wir müssen jetzt zweimal Erster sein. Bitte, bitte. Okay. Dieses Arschloch, Alter. Der wollte mir schon wieder eine Banane rindonnern. Oh! Junge, was machst du denn hier? Die Metro. Zweite Runde. Auf jeden Fall können wir hier sehr viel besichtigen. Scheiße. Mann, was ist denn hier los, sag mal? Ja. Der Waluigi ist gerade übel support. Er wird gerade übel supported. Und ich glaube, das... Nee, das wird nichts. Oh je, oh je. Ich gebe langsam die Hoffnung auf, ehrlich gesagt. Oh, diese U-Bahn. Mann! Das gibt's doch gar... Ja, grüner Panzer, komm. Leckt mich. Das gibt's doch nicht. Dritter. Heilige Scheiße. Ja, jetzt sind wir wenigstens auf den vierten Platz gekommen. Es wird knapp. Es wird sehr, sehr knapp. Ist jetzt die dritte Runde, ne? Ne, die letzte. Big Blue. Woo. Woo, woo, woo. Großes Blau. Von F-Zero. Jetzt nochmal richtig Gas geben hier. Damn. Badam. Dum. 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 Badam. Dum. Badam. Dum. 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 Das ist übrigens eine Abschnittstrecke, ne? Will ich nur mal so erwähnen. Wir sind jetzt gerade im zweiten Abschnitt.
Und letzter Abschnitt. Sehr schön. Okay. Oh, sehr geil. Habe ich noch nie probiert, aber endlich habe ich es mal geschafft und erster Platz. Mann. Ah, zweiter. Oh, scheiße. Oh je. Ach, dritter ist... Na gut. Kann man jetzt wohl so sehen. Oh, es ist gemein, ey. Naja. Vielleicht schneidet es Rauch rein. Oder vielleicht auch nicht. Nö, eigentlich nicht. Wozu? Ah, das war klar, dass sie jetzt als Highlight-Strecke kommt. Da haben wir noch alles schön rausgeholt. Upsa. Dritter, sechster, dritter, erster. Ach ja. Nee, die ersten drei Strecken haben mir überhaupt nicht gelohnt. Gebe ich auch zu. Mein Gott. Da ist er, der Bronzepokal. Des Glockencups. Ja. Muss man jetzt damit zufrieden geben. Vielleicht mache ich das auch mal offline. Aber auf jeden Fall, schauen wir das letzte Mal die Strecken genauer an. So, Großstadtfieber. Muss ich denn verarztet werden? Ich meine, Großstadtfieber. Wer weiß. Krankenschein. Für die Schule bräuchte man wahrscheinlich nicht. So. Dass hier alle Sorten von Koopas da waren, sind, oder hier sind, ist mir klar hier. Der Hammerbro. Oh, Alter, das sieht so futuristisch aus. Ich kann mir das gut vorstellen, dass es in naher Zukunft auch so aussehen wird. Vielleicht ein paar hundert Jahren. Oh, guck mal hier. Bowser. Neo Bowser City. Das klingt auf jeden Fall besser als Koopa Großstadtfieber. Alter, guck dir mal die Pipes an da hinten. Guck mal da hinten. Bowser Logo. Ich glaube, das soll irgendwie an einen Actionheld anlehnen, oder? Unten. Actionheld war das, wo er denn so ein Licht dann auftauchte. Das sind ein paar Koopas nochmal. Near Bowser City. Da lang. Okay. Selbst hier, guck dir mal an. Die Patrouille hier. Ich weiß nicht mehr, wie die heißt. Das Fluggerät halt. Bowsers Klo oder... Ach, kein Plan. Auch futuristisch gestaltet. Also ich kann mir wirklich vorstellen, dass das so aussehen wird. Auch die Fahrstühle hier. Halleluja. Die Entwicklung wird bestimmt so... Was ich auch geil finde hier, dass der Regen...
auch an dem Bildschirm abprallt. Finde ich auch ganz geil gemacht. Was? 05? Das sieht auch geil aus hier. 05, 04, 03, 02, 01, Neo Bowser City. Ui. Okay. Nächste Strecke. Fangen wir mit der Partystraße weiter. Da gibt's bestimmt noch was zu sehen. Ja. Auf jeden Fall, das Geräusch eines Teppichs hat man gerade gehört beim Starten. Wenn man hier rüberfährt. Stoff auch, das ist ja geil, ganz geil gemacht. Sehr schön. Hier. Die Holztouts. Ist übel geil gemacht hier. Ja, ich guck mal da hinten, da ist ein Wayashi und dann Bird and Play. Baby Mario. Ich glaube, Nintendo hatte damals auch solche Art Bausteine mal veröffentlicht. Ganz, ganz früher, glaube ich. Was steht da? Yoshi's... Was? Dice Game. Oder Dice Game, Dice Game. Und da links daneben ist ein Wild Yoshi. Yay! Alter. Die sehen mal voll geil aus, irgendwie. Hat man ja nur im Mario World, glaube ich, nur gesehen. Und in den Mario Bros., den New Mario Bros. Gesehen. Guck mal, da hinten sind Fahrzeuge. Und eine Uhr. Gut, oh, was steht denn hier? Tortoise Store. Interessant. Die Werbung habe ich bis jetzt noch nie gesehen. Okay. Fuck. Hm. Oh, guck mal hier, ein Geschenk. Tortoise Store. Hm. Hier ist nochmal der blaue, vorhin erwähnte blaue Woll-Yoshi. Meine Güte. Wow. Ist das nicht nochmal das Bärchen-Quad? Ja, ist es. Nochmal ein groß. Das Pünktchen-Mobil. Mit Daisy, okay. Hier ist, da oben ist ein Globus, okay. Ist echt interessant. Hier ist Marios Karre, da rechts, links, nochmal so ein... Ach, guck mal hier, Mario Kart 8. Teddy Buggy. Ah, das sind die, ah! Das sind die Dinger nochmal aufgestellt. Also eine Verpackung. Okay, ist interessant. Und hier ist... Ja, okay. Jetzt sind die ausgepackt. Okay. Wahrscheinlich gekauft irgendwo. Da oben ist Mario Kart 8 Wallpaper, oder? Das sah auf jeden Fall zu aus. Will ich mir mal kurz... Ja, ich glaube schon. Ja. Gut. Sehr schön. Nächste Strecke. Marios Metro. Ja, ja. Tropical Bakery. Tropisches Bäcker. Gibt es da nur
Brot ist ökologischen Anbau oder was? Oh, schöne Blumen auf jeden Fall. Yoshi Egg Market. Fountain Café. Interessant. Hier ist ein U-Bahn-Netz. Was ich aber leider nicht entziffern kann. Wartet mal. Nee, auf dem großen Screen sieht man auch nicht so richtig. Aber da unten in der Mitte steht Golden Bell und Cheepsch. Ah, das sind die Stricken. Ah, TikTok Clock. Bowser's Castle sehe ich. DK Jungle. Das ist interessant. Und da sind die Fahrkarten. Automaten. Ja. Da freut sich der Fahrgastverbund. One Up Mushroom. Car in Swin's Group. Ja, das bist doch du auf dem Bild, oder? Und hört. Princess Orange. Oh, guck mal hier die Karte. Ah, guck mal, das ist doch von der Rainbow World die Karte da, die Stadt, oder? Das ist interessant. Kann man nicht. What? Ah, das sind die ganzen Geschäfte und Taxi und bla und bliblablub. Ah, interessant. Yoshi Welt, nach Yoshi-Tal, okay. Ah ja, das ist eine U-Bahn-Station hier. Goldene Glocke. Ja, so eine Tunnelbesichtigung würde auch mal ganz fetzen, oder? So ganz nah an der U-Bahn. Also. Oh, warte mal. Bob on Plugs. Okay. Hier sind ein paar Panzer. Panzer. Übrigens hört man ganz leicht den Underground-Film von Mario. Ja. Da sind ein paar Röhren. Ach, guck mal hier. Das ist interessant. World 1, 2. Das ist cool gemacht. Ja, ja. Welt 1, 2. Was steht da? Oh? Steht da Bob Oms Battlefield? Ich sehe das nicht richtig. Aber da steht irgendwas Bob am Plugs. Upsi. Mario Kart. Wohin fährst du, U-Bahn? Okay. Exit. Yoshi Tag und Music Park. Ach, so, zu den. Eine Strecke, wo wir schon mal waren. Instrumentalpiste heißt sie auf Deutsch. Okay. Das ist Coconut-Kaffee. Okay. Wer ist der Ausgang? Okay. Okay. Nächste Strecke. Ist schon ganz interessant. Big Blue. Big Blue. Die Abschnittstrecke. Mal schauen, was da so ist. Wir können ja mal einen Rückwärtsgang einlegen. Ich glaube, hinten unter uns ist ja aber bestimmt auch noch was. Two Planet. Okay. Auf jeden Fall sind hier ein paar Toads. F-Zero. Interessant. Ist eine Karte. Ich will gerade mal anmerken, dass ich gerade nicht von selber fahre, ja? Ich fahre gerade ganz bewusst nicht. Na, egal.
Ist ja auch egal, so. So. Da, 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 da. Oh, guck mal da hinten. Das will ich mir anschauen. Das sieht nice aus. Das ist alles so futuristisch, ja? Das sieht wirklich cool aus. Mit dem Wasser. Ich mag allgemein Wasser. Wasser ist cool. Und da hinten ist der Mond. Der Mann im Mond. Okay. Okay. Was ist das? Auf jeden Fall ist hier irgendwie ein Wasserfall. Ja, da hinten. Sehr schön. Hui, dann können wir schon rutschen. Ich steuere nur mit dem Kreuz und ich fahre gerade nicht selber. Hui. Ich hab Spaß. Ich geb Gas. Ja, was gibt's hier noch zu sehen? Fahren wir einfach mal die Strecke ganz durch. Oh, guckt euch das Wassermann auf dem Kopf an. Eieiei. Ich will gerne eine Macke kriegen, ey. Ups, ja. Sehr schön. Oh, die ganzen Flugzeuge, habt ihr die gesehen? Was ist das hier? Das ist ein Raumschiff, oder? Ist so ähnlich. Okay. Hier sind noch ein paar Tauts auf dem UFO, glaube ich. Oh, irgend so ein Gebäude. Was? 300? 300, 200? Ah, 300 Meter wahrscheinlich. Ja, 300, 200, 150, wie man es bei den Bahnübergängen kennt. Okay. Ja, ist jetzt kein überragender Rekord. Aber egal. Nein, ich möchte nichts hochladen. So. Das war's mit dem Offline-Let's Play von Let's Play Mario Kart 8. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei den Let's Play. Und demnächst kommen dann noch ein paar Online-Let's Plays. 10 Stück an der Zahl. Und ja, wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play Mario Kart 8. Bis dann. Tschüss.